Hallo und herzlich willkommen bei den Möbelmachern hier in Unterkrumbach neben Hersbruck im Nürnberger Land. Wir wollen Sie ganz herzlich zum traditionellen Sektschlürfen am Heiligen Morgen einladen. Ja, hier in unserer neuen Showküche aus Rüster mit den Granitplatten aus dem bayerischen Wald für Arbeitsplatte und Ursche. Auf Wunsch vieler Gäste am Tag des Schreiners und speziell für die Kunden, die nicht kommen konnten, haben wir die komplette Lesung von Ulrich Grober im Video zum Nachhören festgehalten. Aber auch die gelungene Kochaktion von Diana Brückel und sogar den Kochworkshop am Samstag und das gemeinsame Zubereiten des Kaiserschmarrns am Sonntag können Sie bei uns im Nachhaltigkeitsblog ansehen. Und vielleicht organisieren Sie auch mal selbst einen Kochworkshop? Florian Deinhardt von den Forstbetriebsgemeinschaften Nürnberger Land hat mit uns eine Führung durch Wald, Werkstatt und Ausstellung organisiert, um die Besonderheiten unserer heimischen Buche zu demonstrieren, bei der auch die Ernte derselben mithilfe einer Stammpresse gezeigt wurde. Die Weiterverarbeitung zeigten wir dann in unserer Werkstatt und das fertige Ergebnis in unserer Ausstellung. Alle Sessel unserer Ausstellung können Sie im Moment besonders günstig haben und die edelsten Leder und Stoffe gibt es noch bis zum Jahresende zum Sonderpreis. Passend zu unserem Verwandlungssofa Wing haben wir auch einen Couchtisch auf Rollen gestaltet. Sie sind ganz herzlich zum Probebesitzen eingeladen. Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die wunderbare Zusammenarbeit im Jahr 2016, wünschen frohe Weihnachten und besuchen Sie uns bald in Unterkrumbach. Bis bald! Da werden wir unsere neue Showküche aus Rüster, so heißt nämlich das heimische Holz der Ulme, mit den Granitarbeitsplatten und Fronten aus dem Bayerischen Wald köstliche Chips bereiten und gemeinsam auf den Jahresausklang anstoßen. Aber natürlich sind wir auch zwischen den Feiertagen und in den Ferien immer für Sie da. Über Ihre Anmeldung würden wir uns sehr freuen, aber genauso über Ihre spontanen Besuche.